Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich befinde mich gerade im Schlafzimmer und heute ist mein YouTube-Video-Thema. Heute Thema Unfall. Das Problem ist, ich wollte in die Stadt gehen, habe meine Sitzzahl schon, weil ich fange am Dienstag an, Montag ist der Feiertag, bis Donnerstag. Und dann möchte ich am Freitag wieder arbeiten gehen. Kommt noch an, wenn es fertig ist, aber ich denke, dass wir es Donnerstag hinkriegen. Das sind, ich glaube, 10 Stunden. Ja. Ja, das sind gute Neuigkeiten. Das heißt, Dienstag fange ich an, Montag ist der Feiertag und dann würde ich Freitag wieder arbeiten gehen. Und jetzt die Woche nicht mehr, habe ich auch den Chef angerufen. Und die Chefin, nicht die Chefin, die von der, also eine Frau, wenn ich jetzt den Namen sage, also nicht ihren Namen, sondern das, die Betrieb, dann wisst ihr, da könnt ihr ein bisschen Scheiße machen, das möchte ich nicht. Deswegen sage ich einfach eine Dame, hat mir geholfen und genau, das ist schon mal gute Erinnerung. Also Dienstag fange ich an und Donnerstag, denke ich, bin ich fertig und dann kann ich ganz normal wieder arbeiten gehen. So, was Positives. So. Zum Thema fangen wir gleich an, Freunde. Damals, ich sage jetzt keinen Namen, nichts, gar nichts, weil sonst wisst ihr sofort, um was es geht. Ich sage einfach nur, nee, nicht mal das. Ich sag, am einen Bahnhof bei uns in der Nähe wurde mal ein Mitschüler von der Klasse, da wo er wohnt, er wurde geschubst und dann in der Gleise umgeschubst. Ja, ist aus Gerücht und der ist jetzt halt nicht mehr der ist tot. Aber mein Beileid erstmal herzliches Beileid an meinen Kommentaren mit dem Hashtag. So, und jetzt Thema ist gegessen, weil mehr dazu möchte ich nicht sagen. So, Hashtag gute Besserung bitte jetzt. Weil derjenige, ich bin vorhin eben zum nach Rheinfällen gelaufen, wollte mich noch vorstellen, also was ich als Ding mache, wollt ihr ja bestimmt auch wissen, also was ich, wie heißt es, was ich mache als Strahl, weil ich diese Zahlen schon abbaue, das möchte ich euch gerne sagen, ist auf jeden Fall im Laden, da muss ich Sachen einpacken, mehr dazu sage ich nicht, weil sonst kommen dann nachher noch Leute hin und es gibt Scheiße und das bringt ja nichts. Und ja, deswegen, auf jeden Fall im Laden und den muss ich 10 Stunden machen, dann ist das geklärt. So, dann wollte ich da hinlaufen und auf einmal sehe ich einen jungen Fahrradfahrer, Grüße gehen raus, Hashtag gute Besserung für ihn, er wurde vom Auto überfasst, also er lebt noch vorhin, also er, ja, nicht überfasst, halt in Anführungszeichen, angefahren, er ist auch runtergefallen und er hätte ja mit der Schläfe an Bordstein knallen können. Ich wollte gar nicht so ein Video machen, Digga, aber ich verstehe die Logik von den Bullen nicht. Die sagen zu mir so, ja, er ist schuld. Das sage ich, ja, er ist schuld, weil er ist von der Seite gekommen und ist dann so lang gefahren. Anstatt das so fällt, verstehe ich auch nicht. Ich habe ihn nachher gefragt, aber dann, er war auch so unter Schock, deswegen hat er nicht mehr geredet. Und der Autofahrer müsste ja eh langsam fahren, weil 30 ist und vorne dran war ein Bus, aber er ist schneller gefahren trotzdem und hat den Jungen angefahren halt. Und warum, wenn er genau weiß, dass er am Bus fährt, warum fährt er dann trotzdem nicht langsam? Und er ist nicht langsam gefahren, das habe ich genau gesehen. Und ich weiß schon, da sagt der Polizist, ja, wir haben es gesehen. Ja, ich bin ein Mensch, ich gucke immer nach hinten und vorne. Weil damals wurde ich halt von hinten mal damals runtergedrückt. Ich habe früher in Kassel gewohnt, war einkaufen von zwei Jungs, ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Und deswegen bin ich ein Mensch, ich bin vorsichtig, ich passe immer auf, dass mich irgendwie keiner anfasst oder mich irgendwie runterdrückt. Und damals wurde dann mein Handy und alles geklaut. Und deswegen gucke ich, das habe ich mir auch Polizist erklärt. Und so, er ist okay. Dann sagt er, wie haben Sie ihn lauten? Da habe ich ihm das erklärt. Dann sage ich, Alter, ich habe das live gesehen. Dann sagt er, wenn Sie lügen, machen Sie sich strafbar. Ich so, Alter, wenn ich Krankenwagen Polizei rufe, dann habe ich eben noch die Kollegen von den zwei Jungs gesagt, komm rüber. Und nachher habe ich gewusst, dass es Kollegen von ihm waren. Dann habe ich gesagt, ey, lass mich schnell Krankenwagen Polizei. Und dann habe ich gesagt, Krankenwagen kam innerhalb 1 Minute, 2 Stunden. Aber Polizei kommt gefühlt auch ganz weit weg, Alter, und braucht gefühlt 2 Stunden, Alter. Nein, so lange hat es nicht gedauert. Es hat schon eine halbe Stunde gedauert. Und dann habe ich halt den Polizist danach dumm angemacht. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, Alter, wie lange braucht ihr denn? Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Also ganz ruhig, ganz ruhig. Ich sage, was, so ruhig bleiben, Alter? Ich schwör's dir, das kann sein, dass es vor das Gericht geht. Also ich kriege auf jeden Fall einen Brief und das vor dem Staatsanwalt wird jetzt alles entscheiden. Weil ich bin als Zeuge, wie gesagt, da. Und ja, der Junge war halt schuld, weil er nicht geguckt hat. Aber der Autofahrer war am zweiten auch schuld, weil er weiß, dass er im Bus ist und er ist schneller gefahren. Das habe ich gesehen. Und er hat eh gesagt, ich muss langsamer fahren. Ist aber nicht. Dann hat er den Junge umgefahren. Jetzt herrscht eine gute Besserung. Er ist im Krankenhaus. Die Jungs haben ihn auf der Bank draufgetragen, weil ich, wie gesagt, ich kann das nicht sehen, wenn meine Mutter mal damals tot war. Vor ein paar, 3 Jahren ist sie gestorben und dann habe ich eben die Leiche halt gesehen. Und deswegen finde ich es halt eklig, dass man sich da noch kümmern muss um sowas. Aber man gewöhnt sich dran. Ich habe es eigenermaßen geschafft. Da wäre wer. Auf jeden Fall. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, deswegen wünsche ich Hesche gute Besserung. Gruß an die Mutter, die kam dann gerade auch gute Besserung, die war echt aufgebracht, aber ja. Ja, normal würde ich das Video gar nicht machen, aber dieses hat mit der Junge hat mir richtig leid getan und so. Und die Jungs haben auch gesagt, er wird immer gemobbt und so und sein Vater ist nicht mehr da. Beileid von mir, bleib stark, Junge, du bist echt, bleib wirklich stark, Digga. Und ja, der kennt mich nicht. Von den Videos auch gar nicht mehr von den Jungs. Belastend. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, da hat dann die Lehrerin angerufen, der Kollege von ihm, der wo im Krankenhaus mitgenommen, der hat gesagt zum Kollegen, ruf mal bitte meine Lehrerin an, weil die sind ja selber Klasse, Schule, alles. Und dann hat er gesagt, ja, wir kommen später, weil der eben krank ist. Ja, weil er im Krankenwagen war. Genau, und dann waren die in der Eisdiele, weil ja Ramadan ist, gönnen die Deutschen sich Eis und Ramadan, nicht Ramadan,
weil ja Fasten ist, müssen sie einfach mal chillen. Und der hat es halt nicht ausgehalten. Danach sind sie halt ja, wieder Richtung Stadt gegangen und haben sie halt die Lehrerin erzählt. Ja, so ein Junge, der mit Glatze wie ich, Alberto, der hat halt Zeuge gemacht. Und das haben die jetzt halt zu der Lehrerin gesagt. Das ist halt, ja, weil ich es gesehen habe, habe ich als Zeuge ausgesagt. Sobald ich Neuigkeiten habe, gebe ich euch Bescheid. Und wie gesagt, gute Besserungen, Hashtag in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Ihr wisst, wir müssen richtig viel Daumen nach oben kriegen. Und ja, wünsche dir und für den Jungen gute Besserung mit einem Hashtag in die Kommentare. Tut mir richtig leid und ja, mehr dazu gibt es nichts zu sagen. Ich sage wieder schon reingehauen. Wir sehen uns morgen und ja, bin mal gespannt, wie gesagt, ob es vor das Gericht und alles kommt. Ich halte dich auf dem Laufenden oder ja, ich kriege auf jeden Fall einen Brief und mehr dazu möchte ich nicht sagen. Ich sage wieder schon und reingehauen. Bis morgen.